bin mit meinem Nissan GT-R auf einem alten Militärstützpunkt in der Schweiz. Das hat einen Grund. Dieses Auto ist so schnell, ich finde keinen Konkurrenten auf der Straße. Deswegen bin ich hier auf einem Fliegerhorst. Denn hier werde ich meinen Gegner finden und den werde ich euch jetzt mal zeigen. Mein imposanter Gegner fliegt direkt an mir vorbei. Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, lauter ist er definitiv. Das ist mein Gegner, eine Hawker Hunter und Paul vom Oris Swiss Hunter Team. Grüß dich. Hallo. Wir werden heute gemeinsam ein kleines Wettrennen machen. Du als Pilot, ich als Autofahrer. Kannst du mir mal sagen, wie viel Kraft hat so ein Flugzeug? Das Rolls-Royce-Triebwerk hat 4051 Kilopond. Man kann es umrechnen auf etwa 22.000 PS. Ich habe 550 PS unter der Haube ungefähr. Ja. Das ist der 2 Kilometer lange Spielplatz für den Nissan GT-R und den Jet. Ich werde 1500 Meter auf vollster Geschwindigkeit neben dem Flugzeug fahren. Für mich ist nach 1500 Metern Schluss, weil ich muss ja auch noch mal bremsen. Was da hinten passiert, das weiß ich nicht und da lasse ich mich überraschen. 315 Stundenkilometer Spitze, was ist die Spitze von deinem Flugzeug? 1150. Wie ist denn deine persönliche Prognose, wie das Rennen abläuft und ausgehen wird? Ganz klar, am Anfang bist du viel schneller. Dein Fahrzeug ist leicht und ist viel, viel schneller in der Beschleunigung. Hier müssen wir 10 Tonnen von 0 auf 1000 Kilometer beschleunigen im Flug. Also bin ich viel, viel langsamer beim Start. Ich denke, bei 1500 Metern kriege ich dich schon. Ich weiß nur eines, ich fliege vor dir. Wenn man die Türen aufmacht, ob man dann auch, naja, lassen wir das. Lieber nicht. Lieber nicht. Dann geht's jetzt los, würde ich sagen. Okay. Das Flugzeug mag zwar 22.000 PS haben, was es aber nicht hat, ist eine Traktionskontrolle, eine sogenannte Launch Control. Sie hilft mir dabei, die Spur zu halten und das Maximum aus diesem Auto rauszuholen. Es fühlt sich nicht so an, als würde ich gerade ins Spaßbad gehen, sondern eher so, als würde ich eine schwierige Prüfung machen müssen. Mein Herz schlägt sehr schnell. Mein Fuß zittert wie bei der Fahrprüfung. Und los geht's. Herzschlag 4000 und aus Sicherheitsgründen darf ich nicht aussteigen. Ich kann nur sagen, ich bin so auf... Das bin ich gerade. Und ich weiß nicht mal, ob ich gewonnen habe. Ich muss jetzt mal mich kurz auf die Wiese legen. Er war immer vor mir, ist sehr, sehr schnell weggekommen, wie erwartet. Aber ich habe ihn nur zu langsam eingeholt und bis zur Ziellinie ging es nicht mehr auf. Ganz knapp. Ich habe dich besiegt. Jetzt würde ich natürlich gerne deine Meinung dazu hören. Okay, es war knapp. Deine Maschine ist zu schnell am Anfang und ich brauche zu lange, um zu beschleunigen. Gratuliere. Danke. Gut gemacht. Mein Nissan GT-R und ich glaube, wir brauchen einen stärkeren Gegner.